Was geht ab, meine Gamerhaie? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch ja meinen Account nach einem Jahr Genshin Impact spielen. Ich glaube, ich hatte nur eine Woche Pause gehabt, weil ich auf Reisen war. Aber sonst habe ich eigentlich jeden Tag Genshin gespielt. Bevor wir anfangen, wollte ich euch noch kurz Bescheid sagen. Ich streame heute Abend live auf Twitch, twitch.tv/haixto. Und da werde ich ja Spiralvis spielen mit euch auf meinem Main-Account. Und ich werde nur die Starter-Charaktere benutzen, okay? Also Kaya, Lisa, Amber und Barbara und so, also Team 1 natürlich, weil ich bin ja schon ein bisschen weiter. Und morgen, also Sonntag, der 3.10., da werde ich auf Twitch auch live sein um 13 Uhr und da werden wir gemeinsam auf den Livestream von Genshin Impact reagieren bezüglich Patch 2.2. Und ich werde auch dort Primo Gems verlosen, also wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und jetzt lasst uns mal anfangen. Ihr seht hier, ich bin Abenteuerstufe 58, ja. Und wir gucken mal ganz kurz rein, welche Charaktere ich denn schon habe. Ja, ihr seht hier alle. Ja, ich habe tatsächlich alle Charaktere und die meisten habe ich auch gelevelt. Ja, ich habe so gut wie es geht allen Liebe gegeben. Und die einzigen, die ich jetzt nicht hochgelevelt habe, war bis jetzt Xingyang, der Traveler, Noelle, Chongyun, Razor und Yanfei. Wobei ich sagen muss, ich habe Razor und Yanfei auf meinem Free-to-Play-Account hochgelevelt. Ja. Aber sonst habe ich eigentlich mit jedem Charakter gespielt. Selbst Amber habe ich letztens hochgelevelt auf Level 80. Und an alle, die jetzt noch einen Guide suchen, checkt gerne diesen Link aus in der Infokarte da oben. Und da kommt ihr auf meine Guide-Playlist. Und da sind alle Charaktere, die ich bisher gemacht habe, also mit euch behandelt habe. Schaut es euch gerne an, falls ihr noch Hilfe braucht. Und sonst versuche ich eigentlich regelmäßig Guides zu machen. Aber die sind halt extrem aufwendig und zeitintensiv. Und deswegen würde ich es auch sehr wertschätzen, wenn ihr dort auch Support da lasst. Zur Vollständigkeit zeige ich euch nochmal die Sternbilder. Aber wie bereits gesagt, ich habe wie gesagt, alle Charaktere und ja, hier seht ihr mal ganz kurz die Sternbilder. Venti habe ich nicht C6, weil ja, mit dem spiele ich nicht so oft und C2 war für mich da komplett ausreichend. Kazuha C2, da hätte ich echt gerne ja, mehr Sternbilder gehabt, aber wie gesagt, ich glaube, viele haben ihn unterschätzt und ich habe, wie gesagt, ihn damals eher nur als Supporter gesehen. Mittlerweile denke ich, man kann ihn auch sogar gut als DPS spielen. Naja. So, gehen wir weiter. Ayaka neu dabei. Kachinga ist sogar auch neu als C6 bekommen. Kokomi C1, für mich komplett ausreichend. Mona C6. Chalt. Yumiya auch neu dabei. Und Diluc auch neu als C6 dabei. Und sonst, ja, die anderen Charaktere wisst ihr ja. Albedo C2 reicht für mich auch komplett. Aloy, da bin ich echt gespannt, was da noch auf uns zukommt. Chichi, ne? Ja, und sonst seht ihr eigentlich hier alles C6. Und jetzt zu den Waffen. Ich habe alle 5-Star-Waffen, bis auf Memory of Dust, glaube ich. Das habe ich nicht damals. Ist ein Katalysator gewesen, was für Ningguang echt gut gewesen wäre. Aber ja, da habe ich nicht zugegriffen. Habe ich also nicht. Ich habe demnächst auch vor, eine Waffentierliste zu machen. Also wenn ihr Bock drauf habt, wo ich über die einzelnen Waffen spreche und die jeweils zuteile, ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert, um dieses Video nicht zu verpassen. Darüber würde ich mich riesig freuen und sonst, ihr seht hier, ja, das sind halt echt viel zusammengekommen, ne? Bei den Artefakten habe ich auch ziemlich viele davon, ihr seht es ja hier und auf ein paar bin ich richtig stolz drauf, aber bisher hatte ich halt nicht so ultra Luck, weil das Artefaktesystem halt in meinen Augen schwierig ist, weil ein Artefakteset zu bekommen, den du möchtest, ist schon Gacha an sich. Dann nochmal die richtigen Mainstats zu haben ist Gacha und dann noch die Substats hochzurollen ist auch nochmal Gacha. Also das ist so, Artefakte und ich, wir sind halt keine engen Freunde. Sonst die Mats, ihr seht es jetzt schon hier, hab da ein paar gesammelt, aber ist auch nicht so interessant, glaube ich. Food auch nicht so interessant. Zu den Mats, ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Und hier, das könnte interessant für euch werden. Ich habe bei jedem Event mitgemacht, deswegen habe ich auch zwei Selis, seht ihr ja auch hier. Und eigentlich alle Items, die man damals kriegen konnte bei dem jeweiligen Event. Quest-Items und nochmal wertvolle Objekte, ja, Geburtstagskuchen, alle, die es noch nicht wissen. Wenn ihr Geburtstag habt, ne, wenn ihr es eingestellt habt in Genshin Impact, dann kriegt ihr zu eurem Geburtstag so eine Torte und da sind echt coole Sachen dabei. Ich glaube, auf jeden Fall so ein Fragile Resin war dabei, wenn ich mich nicht irre, so ein bisschen Mora und EXP-Bücher, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall. Das ist ganz cool eigentlich. Und was noch interessant wäre für euch, wäre natürlich die Namenskärtchen, glaube ich. Ja, ihr seht ja, ich habe von Klee, von Diluc, Jean, Mona, Bennett, Chichi, ja. Chichi habe ich damals sehr oft gespielt. Zhongli,
Ganyu, sehr schön. Von Albedo ich letztens freigeschaltet. Feiere ich sehr. Ja, Kamisato Ayaka finde ich auch sehr schön. Ich weiß gar nicht viele, wie viel sind das ungefähr? Ich glaube, so um die 20 müssten es sein. Ja, das sind die ganzen Name-Cards hier. Ist das vielleicht mal interessant? Lebewesen? Ich glaube, ich müsste eigentlich alle freigeschaltet haben, gegen die ich schon mal gekämpft habe. Ja, der ist auch super funny hier. Und sonst, ja, ich habe gegen alle bereits gekämpft. Was ist mit den Tieren hier? Oha! Mir fehlen welche? Oder sind die noch gar nicht freigeschaltet? Lul. Okay, mir fehlen da tatsächlich welche. Na gut. Dann weiß ich schon mal, Fischen. Fischen ist ganz seltsam. Da habe ich nicht so Bock drauf tatsächlich. Bin ich so ein Fischfan. Oha, guck mal, wie süß, ey. Produkte habe ich, glaube ich, auch alle, right? Okay, Kochen habe ich nicht alles gemacht, aber Mats und so. Ja, Mats habe ich auch alle. Und hier fehlen mir noch ein paar Gadgets, weil ich die nicht gebaut habe. Okay. Und was die Maps angeht, ja. Ich habe eigentlich alle Punkte hier freigeschaltet. Bis auf Erkundungen habe ich nicht alle so 100%. Ich bin da nicht so der Erkunder tatsächlich. Ich habe da echt Respekt vor den Leuten, die ja wirklich alles auf 100% gezogen haben. Alter, ich weiß gar nicht, ey. Nee, dafür habe ich, da bin ich nicht der Typ für. Aber ja, ihr seht hier, alles freigeschaltet. Aber wie gesagt, Erkundung, da ist noch viel zu tun. Ich mag es halt auch nicht, diese Rätsel zu machen. Deswegen skippe ich das immer. Da fehlt mir wahrscheinlich deswegen auch super viel. Ja, aber sonst, was Map angeht, habe ich auch alles. Spiral Abyss. Ja. 36 Sterne. Wie gesagt, heute im Stream, 18 Uhr bin ich live. Und da werden wir mal gucken, wie weit ich komme mit den Standardcharakteren. Ja, meine Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Freut mich riesig, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in den Streams wieder oder in den nächsten Videos. Okay? Bleibt gesund. Euer Hai. Bye, bye.